Zum ersten Mal reisen sie zusammen. Die Entwicklungsministerin und der Verteidigungsminister besuchen Camp Castor im Norden Malis, beim derzeit gefährlichsten Einsatz der Bundeswehr. Durch ihren gemeinsamen Auftritt wollen sie zeigen, Sicherheit und Entwicklung gehören zusammen. Doch die Zeit der Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland läuft ab. Spätestens im Mai nächsten Jahres soll das Camp abgebaut sein. Die Deutschen gehen nicht auf eigenen Wunsch. Ich bedauere sehr, dass der Einsatz jetzt auf diese Art und Weise ein Ende findet, weil uns auch heute wieder deutlich geworden ist in den Gesprächen, wir befinden uns in einem echten Dilemma. Die Situation in Mali ist nicht besser geworden und trotzdem ist nicht der Einsatz gescheitert, sondern die Bedingungen haben den Einsatz scheitern lassen. Das ist weder Verschulden der deutschen Politik, noch erst recht kein Verschulden der Bundeswehr und ihrer Soldatinnen und Soldaten. Ein wichtiger Grund für den Abzug ist die neue Militärregierung in Mali. Sie kooperiert kaum noch mit den Deutschen, sodass sie ihre Arbeit in der UNO-Friedensmission nicht fortsetzen können. So steht seit Dezember diese Aufklärungsdrohne am Boden. Dabei soll sie eigentlich das Auge für die Soldaten sein, aus der Luft. Aufgrund der Sicherheitslage wäre es ein wichtiger Faktor, dass die Aufklärungsdrohne hier in Mali weiterhin fliegen kann, um ein verlässliches Lagebild zu schaffen. Stattdessen setzen die Militärs in Mali mit Russland auf einen neuen Partner im Kampf gegen die Dschihadisten, die sich in Mali immer weiter ausbreiten und von hier aus in der gesamten Sahelzone für Flucht, Hunger und Vertreibung sorgen. Ausgerechnet mit den berüchtigten Wagner-Truppen arbeiten die malischen Sicherheitskräfte jetzt zusammen. Auch wenn die Soldaten gehen, die Helfer sollen bleiben. Die Bundesregierung will das Land nicht ganz sich selbst überlassen. Wir sind hier seit der Gründung des Landes. Wir haben mithilfe der militärischen Sicherheit sozusagen hier gearbeitet, aber auch viele Jahre ohne. Und die Botschaft, die wir hier ganz klar senden wollen, ist, auch wenn das militärische Engagement endet, die Entwicklungszusammenarbeit geht weiter. Wir werden weiter hier vor Ort sein. Mitten im Camp der Deutschen treffen mit Frauen aus der Region um Gao. Sie berichten davon, wie sehr ihnen die schlechter werdende Sicherheitslage zu schaffen macht. In der Nacht gehe niemand mehr vor die Tür. Sie berichten von Tötungen und Vergewaltigungen. Mali ist eines der ärmsten Länder der Welt. Vor allem die jungen Menschen brauchen Perspektiven. Ich hatte hier gerade ein Plenum von Frauen hier vor Ort, die hier in der Gemeinde aktiv sind, die noch mal sehr eindrücklich geschildert haben, was wir hier auf der lokalen Ebene alles bewirken, wie wichtig es ist, dass wir Zugang zur Wasserversorgung schaffen, wie wichtig es ist, hier in der Landwirtschaft zu unterstützen, sodass die Menschen sich selbst versorgen können, wie wichtig es ist, in Bildung zu investieren. Das alles wird weitergehen, verspricht die Ministerin. Entwicklungszusammenarbeit sei auch unter schwierigen Sicherheitsbedingungen möglich. Und dennoch, zuvor waren die beiden Minister im Nachbarland Niger. Dessen Regierung setzt ganz auf den Westen. In Niger, so viel ist klar, wird der neue Schwerpunkt des deutschen Engagements in der Sahelzone liegen und nicht in Mali.